Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Hunter Stories 2. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Monster Hunter Stories 2. Ja, beim letzten Mal hatten wir endlich das Rathalos-Ei ausgebrütet. Ich habe noch ein bisschen hier gefarmt. In der Hoffnung, ein besseres Tigrex-Ei zu kriegen. Hat aber nicht so ganz funktioniert. Aber was ich mir erfahren konnte, auch nebenbei, ist die Rettheinrüstung. Sogar schon sehr gut aufgewertet. Mit sehr gut meine ich komplett. Jetzt habe ich die Baubeschützerfähigkeit auf Stufe 2. Heißt, jetzt haben wir mehr die Möglichkeit, dass die Viecher sich zurückziehen. Sammelt Nisten da. Wenn ich Eier holen will, ist die Rettheinrüstung plus das perfekt. Ansonsten werde ich Zornschlag nutzen. Oder Schutz. Je nachdem. Wenn ich gegen einen starken Gegner kämpfe, dann nutze ich Schutz. Ansonsten nutze ich Zornschlag. Ja. Heute geht's nach Dorf Kuan. Ich weiß nicht, wie lang das jetzt heute wird. Ich versuche heute mal bei 20 Minuten zu bleiben. So, die Filmsequenz hat mich eben schnell weggemacht. Kuan Village is in the middle of a frigid region. This will protect you from the cold. Danke. Honestly, I wish I could go with you. But leaving the village unprotected would be... It's all right, I understand. Alwyn, please take care of everyone. Yes, of course. Take this. What is it? The elder told me to give it to you. He said it was an amulet passed down through your family. Ein schönes Amulett. Please. Ich habe den Avatar nur wegen der Filmsequenz gerade aus. Don't worry, I'll be okay. I have fine protectors with me. Fine protectors? Oh. Am I one of those fine protectors too? Rafa habe ich übrigens bisher noch kein einziges Mal genutzt, ne? Also noch nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, was er kann. Don't get full of yourself. Parting gift. I thought you might like it. Woohoo! Oh, my toe beans! It's a donut! Das ist kein Donut, das ist eine Brezel. I don't know for sure if it'll be as good as the ones you're used to. Perfection! A donut of the highest order! My life is complete! Friends for life, Alwyn! Huh? No sneeze. But I always sneeze around felines. Hier ist ein besonderer Felein. I'm not like other felines. I'm the legendary Naviru. Und ich kann ja mal eine Katze anfassen. I thought I'd never get to actually touch a feline. I'm very happy for you, I guess. Okay. Elvin hat sein Leben vollendet. So, jetzt noch, was ich sagen kann. Ich habe versucht, Rafa mal auszutauschen. Es geht nicht. Man kann Rata nicht aus dem Team nehmen, also den Rathalos. Es geht tatsächlich nicht. Für die, die es wissen wollen. Ich kann es auch beim nächsten Dorf vorführen. Na, du böse Katz. Oder gute Katz. So that's the monster with the wings of ruin. You got here quick. You know me. Every second counts. Looks like my hunch was on the mark. Should we cut them off before they reach Kuan? No, we shouldn't. And why not? We don't know if it's the right monster. Our mission is to see if it truly has catastrophic power. By okay. Then, it may already be too late. The mission is everything. That's what Dad... That's what he would do. Correct? Let's go.
Er will eigentlich nur Rache. So, Leute, jetzt kann ich mich auch wieder zeigen. Ich wollte eigentlich die Karte öffnen. Wo müssen wir hin? Ganz hier unten hin. Okay, dann port ich mich da mal hin. So, jetzt mussten wir nicht so besonders weit laufen. Nebenbei, die Retterin, die erscheint, wenn man ihre Quest annimmt, dann erscheint die in dem Gebiet hier, aber die erscheint sonst nicht. Hatte mich erst verwundert, aber es ist halt leider so. So, sprint los. Mein treues Gefährt. Und gönn mir diese Kiste da. Ich habe meinen Tigris gerade als Gefährt bezeichnet. Ich könnte mal ganz kurz gucken. Status. Rater. Ich habe noch nicht reingeguckt, was der kann. Der hat Antitoxin. Macht Sinn. Bindungsbalken fühlt sich bei ihm schneller. Und er hat auch weniger Kosten. Und er hat einen Giftschlag. Dir würde ich gerne noch so ein oder andere Techniken geben. Auf nach Kuan! Wer weiß, ob wir es heute noch erreichen. Ich weiß ja nicht, ob wir so weit reisen müssen wie beim letzten Mal. Loloska, eine Eisgegend. Oh ja, da brauche ich Heißgetränke oder heißer Nebel, wie es hier heißt. Und es gibt auch eine Wüstengegend, die ich dank meinen Kollegen schon in Erfahrung bringen konnte. Der hat es ja schon mir gespoilert. Also es war klar, aber trotzdem hätte ich gerne rausgefunden, beziehungsweise es selbst rausgefunden. So, ich soll jetzt erstmal den heißen Nebel nutzen, damit ich nicht erfriere. Okay, darauf kann man sich einigen. Wo ist sie denn? Da ist der heiße Nebel. So, jetzt frieren wir nicht mehr. Eismonster frieren aber wahrscheinlich generell nicht. Oder irgendwelche Monster, die ein dickes Pelz haben. Direkt ein Katzerwandstand. Weiter geht's. Ein Monster? Ich gebe mir mal ein bisschen von den Honig hier. Das sind Barkies. Aber leider nur die Kleinen, also prüge ich mich mal nicht mit denen. Nee, wenn will ich euren Papa bekämpfen. Das sind Zermides von euch auch bitte nur den Papa. Oder die Mama, je nachdem. So, einmal schneller bitte. Oh, hier passiert schon was. Was ist los, Naviru? Shake a tail, buddy. Kuan Village, here we come. What? Bin hingefallen. Why are you playing around here? Ich spiele nicht. Oh, I get it. This is your first time seeing snow. See, the trick to keeping your footing is... ist ein Schneeball zu werden. Das ist der Trick. Well, it's a... do not do that. So, yeah. Stay on your paws, okay? Dafür brauchte ich halt direkt einen Screenshot. Keiner von uns beiden spielt gerade. Let's get back on track. Trotzdem eine gute Szene. Hafer? Irgendwas ist da. The village is right up ahead. Huh? What's that? Er hat es gespürt. Er kann entweder spüren, dass das da kommt, oder er kann es hier auch beschwören. Das ziehe ich jetzt mal da raus. Und ich darf jetzt schon gegen so ein Ultra-Vieh kämpfen. Das ging schnell.
Und da kommt safe irgendein Eisvieh jetzt raus. Ein Samtrios. Leute, bevor ich hier einer beschwert, ich weiß, wie die Viecher alle aussehen. Ich habe 5 Monster-Hunter-Teile hinter mir. Nee, 6. Ich kenne sehr, sehr, sehr viele Monster aus der Reihe. So, habe ich irgendwer mit Feuer in meinem Team? Das Schöne ist, ich camp auch noch solo. Ja, ich habe einen. Ich hoffe mal, dass der ein Techniker ist, der Gegner. Gut, dass ich mit denen irgendwie ermogelt habe durch die, in das Online. Es fühlt sich nicht richtig an, aber ich habe ihn. So, du erhöhst mal bitte deinen Feuerangriff. Wenn ich dich streiche, damit wir mehr TP haben. Beziehungsweise mehr Punkte. So, mein Anjanaf dreht auf. Techniker. Er ist ein Techniker. Gut zu wissen. Ah, es ist so schön, so einen auf meiner Seite zur Abwechslung zu haben. Und warum macht mein Kamerad hier die Dummheitsaktion? Oh, macht Geschwindigkeitsangriffe. Das ist ein Techniker. So, ich mache jetzt extra keinen heftigen. Oh, Eismantel. Jetzt kriegt er eine Eisschicht. Leute, wie gesagt, ich habe den mindestens 50 Mal schon umgebracht bei einem anderen Spiel. Ist aber keine spezielle Schicht, die ich jetzt angreifen kann. So, ich würde mal sagen, als nächstes den Bogen. Ich will halt auch hier die Liste vollkriegen. Ich mache mal hier, dass die Elementangriffe höher sind. Jetzt ist das natürlich ein Geschwindigkeitstyp. Das heißt, Kai bringt mir hier nichts. Ich habe aber zum Glück noch den Basarius. Der auch Feuer nutzen kann. Mehr oder weniger. Ich gehe mal auf Bauch. Macht ihm nichts. Kopf. Bei Kopf ist Bogen sehr effektiv. Denn man kann so was Nützliches machen. Ich mache auch direkt mit. Bei Gift. So, Beine fehlen. Kein Gift hinzugefügt. Wie sieht es bei dir aus? Gift zugefügt. Ja. Okay, jetzt kann ich wieder zum Anjanaf wechseln. Jetzt ist er wieder Techniker. Das hängt mit der Rüstung zusammen. Und ich wechsle jetzt zum Hammer. Den ich auch noch voll aufgewertet habe. Ich gehe mal zuerst auf den Kopf. Pong. Oh, jetzt ist er ein dicker, fetter Fettsack. Und der kriegt Schaden durch mein Gift. Warte mal, vorher war er auf Geschwindigkeit getrimmt, wenn er die Rüstung hatte. Ist er jetzt auf Kraftangriff getrimmt? Einfach mal testen. Der geht gerade sowieso auf mich, ne? Blitzbombe! Ja, der geht auf Kraftangriff. Aua, da bin ich weggeflogen. Möchtest du vielleicht mitmachen? Er kann nicht.
Wie die Musik schon wieder ausrastet. Dir gebe ich einen auf die Nase. Entschuldigung, ich gebe dir jetzt auf den fetten Bauch. Da du dich hier schon so aufplusterst. So, jetzt fehlen nur noch die Beine. Wir haben überlegt. Ich bin eingefroren. Oh, ich krieg Hilfe. Ich weiß nicht, wer du bist, aber du bist willkommen. Was zum Julia? Was machst du denn hier? Ein Moment. Da ziehe ich gerne mit. Obwohl ich eigentlich lieber die Technik sehen würde. Ach komm, wir werden sie so oder so wahrscheinlich ein paar Mal sehen. Da will ich wenigstens den Duo-Angriff schon mal sehen. Weil das ist auch mal die Verbündete von diesem Gebiet. Frostfang heißt ihr Vasarius. Ihr Barrios. Entschuldigung. Mario. Es war ein Bar. Ach, den Kampf gewinne ich locker. Du Lusche. Du Dulli. Dich mache ich fünfmal fertig. Der ist jetzt wieder ein Techniker. Man kann diese Musik genießen. So, es fehlt noch Bein. Ich trainiere ein Bein. Nur um dir einen drauf zu geben. Oh ja, das hat gezogen. Und endlich ist auch mal was kaputt. Was hast du eigentlich sonst noch so zur Verfügung? Du kannst ruhig mal aufheizen. Ich mach mal anfeuern für alle. Ich denke mal, wir haben jetzt alles gesehen, was wir sehen können. Deswegen habe ich jetzt auf dreifach gestellt. So, wir gehen auf Beine. Und er hat wieder den Eismantel. Bei Eis war er auf Geschwindigkeit. Das heißt, ich muss Technik nutzen. Tschüss! Das hat gesessen. Könntest du bitte was Nützliches tun? Danke. Gönn dir Verteidigung. Währenddessen... den Meteor haben wir, würde ich gerne mal sehen. Bam! Ich habe ihn damit umgebracht. Von dir werde ich mir noch ein Ei holen, Samtrios. Weil du kannst bestimmt meinen Loot drauf ersetzen. Du kannst doch bestimmt auch schwimmen. Du hast es gerade bewiesen. Oh, wir sind jetzt schon bei 20 Minuten ungefähr. A pit opened up here too. Phew, that was a close one. Wegen wir den Sequenz kurz abgeschaltet, mich selber. That's how folks from Ahana say hi. Good to see you again, Avinia. Oh, I see. It's been a while, huh? And Frostfang, old pal, you look like a million zenny! I never thought I'd run into you out here. Life is full of surprises. Sag mal, ist dir nicht kalt? I'm a writer from Kuon Village. Na gut, Anna müsste ich die gleiche Frage stellen. It's been a wild adventure so far.
We've been told there's a Wyverian here who can seal a monster's powers. We'd really appreciate it if you could tell us where to find him. Seal a monster's powers? A Wyverian, huh? I might know him. Hmm? Yeah, it's all Day-Day. So where's Pops been hanging out these days? Well, to be honest, I haven't seen him around here in a while. Are you kidding me? We came all the way here for nothing? Do you hope to control this Rathalos's power? Yeah. I mean, I guess so. I see. This monstie. Huh? Are you hungry, Naviru? It wasn't me! I'm not some mangy mutt with a bottomless pit for a stomach! Was it you, buddy? Wir wissen, glaube ich, wer es war, oder? Oh. Denn die Frau kann doch auch Hunger kriegen. Why don't we go to my house for a bit? I'll whip you up something to eat. That's kind of you. Your house, that's in Kuon, right? Is the village all back to normal and rebuilt now? Well, I wouldn't exactly put it that way. But we're all working on it. Everyone came back to the village. Ich weiß nicht, worum es geht, aber ich hoffe, es läuft alles gut. Thanks. The village is this way. Let's go. Im Übrigen, mein Kollege hält mich auf dem Laufenden, wie es mit den Questen aussieht, die man sich freischalten kann. Goldener Monsterbau, neue Ebene. Ich nehme mir ein Ei mit, aber wir springen mal kurz zum Monsterbau, also zum Ei-Nest. So, Leute, Nest. Komm, gib mir was Gutes. Ich habe übrigens in der Höhle hier gerade einen Anjanath gesehen auf dem Weg. Ich habe übrigens keine Ahnung, was für ein Ei ich hier gerade in der Hand halte. Oh, ein tolles Ei, das nehme ich mit, egal was es ist. Ich weiß nicht, was da drin ist, aber es ist eines der sehr, sehr seltenen Eier. Das nehmen wir mit. Keine Widerworte. Bin gespannt, was da rausschlüpft. So, dann mal weiter. Eine Reißzahnbestie ist das auf jeden Fall. Ich soll hier nach rechts. Da sind Pepes. Von euch kann ich mir sicher auch einen besorgen. Ich schätze es nur. Ich weiß es nicht. Feingeräte? Feingerät. Dorf Kuan. Ja, wir haben es heute noch erreicht. In einer Folge. Beim letzten Mal hat es, glaube ich, 2-3 Folgen gedauert, bis wir ein Dorf erreicht haben. Ah, ein schönes Dorf. Da ist ein Katzenstand, da kann ich abspeichern. Ich mache hier dann erst beim nächsten Mal jetzt weiter, sofern jetzt keine Sequenz kommt. Es kommt eine Sequenz, mehr oder weniger. Ja, ich komme mit. Wo ist denn dein Haus? Das ist da hinten. Okay, da gehen wir jetzt noch nicht hin. Warte, eine Sache, die natürlich geklärt werden muss. Was für ein Ei habe ich jetzt mitgenommen? Ei ausbrüten. Es ist ein leichtes mit einem tollen Geruch. Was habe ich? Was habe ich mir da gefischt? Ein Lagombi. Der Extraklasse. Bist du gut? Ich hoffe es einfach mal. Was kannst du denn überhaupt? Lagombi, Lagombi, Lagombi. Da ist Lagombi. Der hat sehr viele Gene. Zum Beispiel, dass sich sein Partnerbalken schneller füllt. Die gelben sind das, was er hier besonders hat. Er kann auch schnell werden. Wie die anderen. Und er kann Felsen brechen. Und der ist vom Geschwindigkeitstyp. Für mich aber unnütz. Tatsächlich. Wo ist der Katzerwandstand? Da.
Ich würde gerne einmal abspeichern. Und wir machen hier dann beim nächsten Mal weiter. Man sieht auch, dass es lange her ist, dass ich aufgenommen habe. Ja, Leute. Das, mir ist der Controller gerade runtergefallen, obwohl ich ihn beiseite gestellt habe, auf Bücher drauf. Ja, Leute. Wenn es euch gefallen hat, ihr kennt den Drill wie immer. Ein Abo dalassen, ein Like dalassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.